Flavio Schmutz, mittlerweile Ex-Gotteron-Spieler, muss man sagen. Du verlässt Fribourg-Gotteron, bist 5 Jahre lang beim Club gewesen. Jetzt wegen der Corona-Krise, wegen der Pandemie, hat es jetzt keinen Abschied gegeben für dich. Wie fest tut das weh, so nach 5 Jahren keine Anstellung, Abschied zu haben vom Club? Ja, es war schon eine spezielle Situation. Ich habe schon viel darüber nachgedacht, aber am Anfang, wo ja da mit dem Corona angefangen hat, ist es wirklich im Hintergrund getreten. Also dort ist anderes Zeug wichtiger gewesen, jetzt auch immer noch. Aber jetzt, je länger, je mehr denkst du zurück und ja, es ist wirklich eine lange Zeit gewesen, 5 Saisons. Und darum, es ist schon ein bisschen schade, aber eben, du kannst nichts daran ändern und es gibt Wichtigeres im Leben, aber es ist schade. Bei 5 Jahren bist du da gewesen, das ist eine lange Zeit, eine Zeit, wo man sich auch hier entwickelt und halt viel lernt. Du bist mit 20 zu Gotteron gekommen, eigentlich noch fast als Junior, mittlerweile gestandener Nationalspieler, kann man sagen. Das war eine Zeit, gewesen, die dich sicher sehr geprägt hat, oder in Freiburg? Ja, extrem. Eben, wie du sagst, als ich auf Freiburg gekommen bin mit all diesen. Ja, ich hatte noch null Erfahrung, eben vorab ein bisschen und nachher bin ich noch angekommen und eben das erste Mal so richtig in der Nation. Ist sehr speziell gewesen mit den Namen, die du immer im Fernsehen gesehen hast, mit eben dort, wo ich gekommen bin, auch noch speziell mit dem Ryan Gardner, das ist so einer gewesen, wo man immer, ja, einer von den Grossen, wo Schweizer Hockey recht geprägt hat, natürlich Sprunger, Bückhoff, das ist klar, und nachher spielst du mit denen zusammen, ist sehr speziell gewesen. Und ich habe manchmal das Gefühl, du bist fast schon wie in einem Film gewesen. Du hast es gar nicht so richtig realisiert. Und erst wenn du so ein Jahr später darüber nachdenkst, merkst du, ja, ist schon noch, ja, ist speziell gewesen und eine mega coole Zeit, ja. Jetzt hast du eben da schon ein paar Sachen angesprochen, aber was jetzt, wenn du Freiburg verlässt, was weißt du schon, was wird dir am meisten fehlen von Freiburg? Das Gesamtpaket hat mir sehr gut gepasst. Ich habe das Gefühl, es war ein sehr familiärer Verein gewesen, aber doch mit sehr grossen Ambitionen. Und da hat mir sehr gefallen, dass ich so, ja, eben in dem Freiburg, und du hast gemerkt, das Hockey ist extrem wichtig. Also, es geht, die Leute interessiert es, die Leute, ja, es ist extrem wichtig und auch, du kommst natürlich auch zu spüren, wenn du die Leistung nicht bringst, das ist klar, aber ich glaube, da willst du auch als Sportler, dass du, es geht um etwas, die Leute interessiert es und das hat mir in Freiburg immer sehr gut gefallen, eben familiär, aber doch sehr ambitioniert und eben mit den grossen Spielern, die wir auch immer gehabt haben und schlussendlich auch die Eishalle ist für mich ja, ein richtiges Zuhause geworden, mit eben dieser kompakten Eishalle, eine riesen Stimmung und darum, ja, ich glaube, da wird man am meisten fehlen, Also die Eishalle ist, hast du gesehen, ist aus daheim gewesen. Jetzt hast du auch die alte Eishalle erlebt, hast du Baustelle erlebt, aber die neue Eishalle ist kein daheim gewesen. Scheint das auch noch zu machen, ja, dass man jetzt die neue Eishalle nicht aus daheim zählen darf, sondern nur noch als Gegner sieht? ja, auf der einen Seite schon ein bisschen, dass jetzt die neue Halle nur noch so ein bisschen im Umbau hat dürfen erleben. Wäre natürlich cool gewesen, wenn jetzt zum Beispiel das letzte Jahr noch in der neuen gewesen wäre. Das ist klar. Aber auf der anderen Seite, ja, ich freue mich auch für Freiburg, dass so etwas Cooles jetzt dort entsteht für die Spieler. Und ja, ich würde sagen, sie haben es verdient, dass es da etwas Schönes gibt. Aber auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auch extrem, das erste Mal mit Langnau können auf Freiburg kommen und das erste Mal in dieser Halle spielen. Langnau, du sprichst da der nächste Schritt von dir Karriere. Jetzt hast du angefangen mal vor 2 Jahren bei den Tigers unterschrieben. Warum Langnau? Ja, das ist manchmal noch speziell, wenn du einen neuen Vertrag unterschreibst, dass man einfach das Gefühl muss einfach stimmen. Und sie sind da auf mich zugekommen und haben ja von Anfang an eine Vorstellung gehabt, was sie mit mir vorhaben. Und da muss einfach stimmen für mich, dass sie einen Plan haben mit mir, dass sie das Vertrauen spüren bekommst. Und ja, einfach alles mit dem Team, wo ich schon ein paar Spieler kenne. Und ja, für mich hat einfach das Gesamtpaket hat gut gepasst in Langnau und ist eine coole Chance für mich. Und darum ja, freue ich mich auch auf die Zeit jetzt. Ja. Wie viel hast du schon gesehen von Langnau? Hast du dich schon mit der Mannschaft getroffen oder bist du sogar schon hergezögelt oder wie steht es da so? Ja, ich, meine Freundin, wir sind in der Nähe von Langnau, wohnen wir jetzt. Zügel hat alles gut funktioniert.
Und auch in Langnau haben wir jetzt haben wir schon zwei, bin ich schon zwei, dreimal gewesen. Ich kenne es, ich muss sagen, von den Auswärtsspielen her, wo man in Langnau spielt, gar nichts. Also eben Dillwiss kenne ich und den Weg dort hin, sonst nicht. Ich muss sagen, bis jetzt, Langnau habe ich auch noch nicht so kennengelernt, den Ort, was man dort, was man muss sehen in Langnau. Also da weiss, bin ich auch noch nicht kein Experte, aber da kommt man schon mit der Zeit. Und ja, aber eben da, das Emmental, das ist natürlich eine schöne Gegend, da kannst du nichts sagen. Und wie steht es mit der Mannschaft? Schon viel Kontakt mit den neuen Mannschaftskollegen gehabt? Schon von trainieren mit ihnen? Ja, wir haben jetzt so in Gruppen angefangen zu trainieren und natürlich am Anfang mit so Videomeetings. Ich glaube, das war jeder Mannschaft ein bisschen ähnlich gewesen, haben wir angefangen. So ist natürlich speziell, das erste Mal die Mannschaft so kennenlernen. Aber eben, ich habe schon mit sehr vielen, die in Langnau spielen, schon zusammengespielt. Also ich kenne den einen oder den anderen. Das natürlich auch, macht es natürlich auch ein bisschen einfacher. Aber ja, ich freue mich auf den Moment, wenn wir wirklich richtig die ganze Mannschaft wieder zusammen trainieren. Was sind deine Ziele jetzt in Langnau? Wo schon her? Wie willst du der Mannschaft helfen? Was hast du für Ziele mit Langnau, aber auch persönliche Ziele jetzt in den nächsten Jahren? Ja, mich als Spieler noch weiterentwickeln. Ich glaube, jetzt in Freiburg ja, dort ist vielleicht meine Rolle eher noch ein bisschen ins Defensive reingegangen. Und ich glaube, mein nächster Schritt wird sein, dass ich in Langnau mich also wirklich als Zweiwegcenter weiterentwickeln kann. Dass ich mich da wirklich voll, ja, da in der Liga zeige, dass ich ein sehr guter Zweiwegcenter sein kann, wenn ich die Chance bekomme. Und ich glaube, die Chance habe ich in Langnau und da wird ich sicher mir selber und auch vielen anderen beweisen, dass ich das kann. Und ja, ich glaube, so kann ich auch Langnau gut helfen. Mit der Mannschaft ist es nicht so schwierig zu sagen. Ja, ist alles noch ein bisschen offen, wie es anfängt. Aber klar, mit Langnau muss Ziel sein, Playoff. Das ist ganz klar. Das ist, glaube ich, das Ziel von jeder Mannschaft und da ist auch bei Langnau nicht anders. Also verstehe ich richtig, so ein bisschen aus der Rolle vom Viertlinien-Krampfer-Center rauszukommen, in dem Sinn, wo du jetzt bei Freiburg lang gehabt hast, und halt mehr in Richtung erste, zweite Linie sich bewegen und mehr für die Offensive zu machen, als nur mehr in Anführungszeichen müssen zu verteidigen. Genau, das Ziel. Jetzt habe ich wirklich bei Freiburg eine gute Ausbildung defensiv. Ich glaube, da bin ich recht gut geworden. Und jetzt will ich ein bisschen mehr offensiv machen, ja.